Grüße euch alle, neuen Video. Ich dachte, es kommt Weihnachtszeit, Jahresende schon wieder und ich muss uns melden bei euch. Wir sind am Baum schmücken. Wir? Ja, ich auch. Ich habe den Baum mitgebracht. So, wir befinden uns nicht mehr in unserem Haus, sondern in einer Wohnung. Totale Umstellung, wenn man seit 3-4 Jahren nur im Haus gelebt hat. Aber wir machen das Beste draus. Und ich schwöre es euch, das Beste ist einfach, oder das Wichtigste, dass die Familie ist zusammen. Genau, jetzt machen wir Vorbereitungen für Weihnachten! Kennt ihr das, dass man kurz vorm Festtagen einfach krank wird? Ich habe es schon durch, aber jetzt ist Nurat krank, am 23. Dezember. Ich hoffe, bis morgen geht es ihr besser. Heute auf jeden Fall war die Fieber sogar über 38 Grad. Machst du so? Ist Mama auch krank? Nochmal drücken? Ja. Fertig? Oh nein! Mama hat keine Fieber. Ich bin froh, dass ich selber schon gesund bin, also ein bisschen angeschlagen, aber trotzdem, ich kann alles machen und tun. Und wie ihr seht, versuche ich hier ein bisschen die Bude auf Vordermann zu bringen. Wie ihr schon mitbekommen habt, wohnen wir jetzt in einer Wohnung und das natürlich für uns ist eine mega große Umstellung. Bekanntlich gewöhnt sich man dran an Luxus viel, viel schneller, als wenn man runterschrauben muss. Aber ich bin froh, dass wir überhaupt diese Wohnung haben. Also hier Wohnung zu finden für unsere Große, gewünschte Große, ist mega, mega schwierig. Es fehlt uns ein Zimmer momentan, aber wir sind auf der Suche für neuen, größeren Wohnung. Drückt uns die Daumen, dass wir das finden. Aber solange müssen wir hier bleiben. Und mir wurde immer in Kindheit gelernt, egal wo du wohnst, du kannst es immer für dich schön machen. Ja, egal ob das jetzt in eine Bude ist oder eine wunderschöne Wohnung. Deswegen bin ich jetzt hier am Werk. So, Nurat hilft mir jetzt noch, die Spülmaschine auszuräumen. Das ist natürlich für uns ein Upgrade. Wir hatten keine Spülmaschine in Abidjan. Da war die Spülmaschine ich und die Kinder. Deswegen freue ich mich total. Ja, man muss ja sich freuen auch für die kleinen Dinge. Die kleinen Dinge machen manchmal ganz, ganz große Sachen. Zum Beispiel Nurat. Oh, wie süß. Wir werden unsere Weihnachten in ganz kleinem Familienkreis feiern. Die Kaira kommt uns besuchen und dann sind wir nur, also zu 7 sind wir dann und ja. Wir haben tatsächlich noch keine Freunde hier. Mir fehlen Freunde oft schon ein bisschen. Übrigens schaut euch die Pute an. Hm, lecker, das wird lecker morgen. Ja, das Ganze verspeisen wir im Familienkreis. Übrigens, das muss ich euch unbedingt zeigen. Schaut mal, hier Müll wird sozusagen frankiert und somit wird für die Müll bezahlt. Ein Aufkleber drauf und fertig. So sieht jetzt die Küche aus. Total clean, total fresh. Und schaut mal jetzt die Wohnzimmer. Tja, na, was soll ich noch sagen? Wer kennt's von euch? Wer kennt's? Schreibt mir in die Kommentare. Dann noch schnell die Wäsche machen. Übrigens hier Wäschetrockner und Waschmaschine ist in Miete included. Also finde ich auch total gut, gerade für uns, weil wir haben alles, alles in Afrika gelassen. Ja. So, ihr Süßen, es ist 23. Dezember, wie ihr schon mitbekommen habt, Nurat ist krank. Aber es geht ihr jetzt schon besser, sie ist hier am Roller fahren hin und her, also es geht ihr gut. Ich bin schon langsam am Kochen und da wollte ich euch ein bisschen so mitnehmen. Und ich mache jetzt erstmal die Salate. Morgen ist ja eigentlich Heiligabend, aber ich mache schon jetzt die Salate, weil die nehmen so viel Zeit. Deswegen, ja, heute schon werden die fertig.
Hier wird ein Nudelsalat, allerdings ohne Fleisch, oder vielleicht teile ich das. Nudeln werden jetzt gekocht und das wird das, ja, populäre russische oder halt Ostblock-Salat, das weiße Salat, Kartoffelsalat auf unsere Art. Ich mache zwei verschiedene, eins mit Fleisch und eins ohne Fleisch, weil Kaira kommt aus Deutschland uns besuchen. Und sie isst ja kein Fleisch mehr, deswegen mache ich das jetzt in zwei Teile quasi, eins mit Wurst und eins ohne. Guten Morgen, schon 24. Dezember. Wir schnippeln hier unseren Salat. So. Und das Schlimmste erwartet mich hier. Ich habe das vor 2 Jahren mariniert und ich weiß gar nicht mehr wie. Letztes Jahr haben wir das nicht gemacht, aber ja, let's do it. So, die süße Pute ist jetzt gebadet. Und dann habe ich gedacht, ich mache das in so einen Bratbeutel. Weil das einzige Form, was ich noch hier habe, ist das hier. Und ihr müsst euch vorstellen, die ganze Küche, also alles, was ich für die Küche hatte, ist in Afrika geblieben. Ja, deswegen, wir probieren das jetzt mit dem Bratbeutel. Ich mache das ja immer so Freestyle-mäßig. Ich habe hier so ein Mayo-Senf-Knoblauch Mix gemacht und dann habe ich die vollgestopft damit. Die Armen müssten gerade noch richtig lachen. Und dann, jetzt cremen wir sie gleich ein. Ich mache noch einen Mix. Alter, die Arme. Also auf jeden Fall, ja, ihr seht ja selbst, ne? So, jetzt ist Laila am Werk, ne? Richtig rein! Oh, im Bauch rein! Ich bin ungefähr hier. So, und da weiter. Sag. Okay, der ist tief drin. Leute, Zwischenstand, also hier nebenan sieht einfach schrecklich aus, wenn wir versuchen jetzt zuzukriegen. Also das ist kein Bratschlauch, das ist Bratbeutel, finde ich auch total cool. Ich habe da alles reingestopft. Ja, so wie mein Leben, alles eine Improvisation. Mal gucken, was da draus wird. Nur bei dir auch läuft, ne? So Leute, wir sind schon fast fertig mit Vorbereitungen. Ich möchte jetzt den Tisch da alles schon da drauf stellen, langsam. Aaron, Nurat, Papa und Laila ist nach Bahnhof gefahren, zum Bahnhof gefahren, Kaira abholen und ja, ich freue mich schon. Leute, eine Sache muss ich euch direkt jetzt zeigen und das ist das Braten. Der Braten, also bitte achtet nicht auf mein Deutsch, der ist wirklich schrecklich. Aber das hat tatsächlich funktioniert, jetzt zeige ich euch. Schaut mal das hier an. Also ich habe schon von dem Bratschlauch ihn rausgenommen. Ne? Also das hat gut funktioniert und ich dachte, das wird ja nicht so richtig knusprig, ist aber. Dann habe ich ein bisschen noch drin gelassen, jetzt habe ich schon ausgemacht. Ey, es sieht so köstlich aus, Leute. So köstlich, da bin ich richtig gespannt, wie das schmecken wird. Und hier ist das legendäre Salat, auf Lettisch heißt es Rossos, auf Russisch Olivier, auf Deutsch Kartoffelsalat. Aber wie ihr wisst, alles was ich für die Küche hatte, alles außer diese Messer, diese Reibe. Es ist alles in Afrika geblieben, deswegen müssen wir ein bisschen improvisieren, wo wir das machen, weil ich brauche diesen Topf für Nudeln. Und deswegen muss ich jetzt gucken, wie ich das mache. Und dann habe ich sowas gefunden, das ist von dem Reiskocher, natürlich Reiskocher. Kocher haben wir, ne? Das ist das Erste, was, wenn wir irgendwo einziehen, besorgt wird. Ich denke, ich mache da so ein, wie heißt das nochmal? Backpapier, Dankeschön. Mein Deutsch ist gerade ganz am Boden weg.
Genau, und dann mache ich da diesen Salat, weil ich brauche den Topf. Und Leute, was nicht fehlen darf, natürlich Knödel! Woohoo! Ich freue mich auf diese Finger, die sind so lecker, Mann. Und jetzt ganz kleine Storytime. Als wir nach Afrika ausgewandert sind, die Lehrerin von Laila und Kaira hat denen geschenkt, so ein Packung oder zwei Packungen, weiß ich nicht mehr, Knödel. Und da haben wir auch schon so ein bisschen geschmunzelt, warum, weshalb. Aber letztes Jahr Weihnachten, ne? Wir haben dann am Ende so vorbereitet Essen nur für uns am zweiten Weihnachtstag oder so. Und dann haben wir diese Klöße Knödel gemacht, das war so lecker. Ey, wir denken immer noch an diese Lehrerin, ne? Falls du guckst, ja, du weißt ganz genau, wem ich meine. Ey, das war einfach, das war so Heimatsgefühl. Das war mega. So, und jetzt weiter geht's. Weihnachtsmann ist angekommen. Sieht so aus. Kaira. Oh, direkt von Amazon. Oh. Unsere Weihnachtsmann. Die hat ihr ganzes Geld eingelöst, ne? Oha. Mein Gott. Wow. Wow, letztes Jahr hatten wir gar nichts. Kannst du schon dein Gedicht, Aaron? Aaron, Gedicht? Für mich? Ja, genießt das mit eurer Familie und bis bald! Wow.